Stadler. Danke, Herr Stadler hält das Wort. Herr Präsident, ich habe gegen diesen Verordnungsentwurf gestimmt und war eigentlich erstaunt, dass mehrere Kollegen, die an sich rechten Fraktionen angehören, die immer wieder betonen, dass sie für die Rechte ihrer Mitgliedsländer eintreten, heute diesem Bericht zugestimmt haben. Dieser Bericht verschlechtert die Situation, die rechtliche Stellung der Mitgliedsländer ganz eindeutig. In Zukunft muss ein Land, wenn es Kontrollen an seinen Grenzen einführen will, was ein klassischer Ausdruck der Souveränität ist, wenn es an den Binnengrenzen des Schengen-Raumes geschehen soll, vorher die Zustimmung der Kommission einholen. Und das auch noch innerhalb einer bestimmten Frist. Wenn die Frist verletzt wird sozusagen, dann hat dieses Land schon seine Rechte verspielt. Das ist ja ungeheuerlich. Wie kann man mit darin auch noch einen Fortschritt sehen? Damit ist die Sicherheit der Bürger in den jeweiligen Mitgliedsländern, die von unkontrollierten Grenzübertritten bedroht sind, verschlechtert worden. Nichts wurde verbessert, sondern verschlechtert. Es hat sich nur noch die Kommission jetzt auch noch in Zukunft einzumischen. Das heißt schlicht und einfach, dass man das Ganze versucht, am dänischen Modell, gegen das man aufgetreten ist, den Mitgliedsländern in Zukunft auch noch mit einer Bevormundung durch die Kommission aufzuoktroyieren. Das kann man nur ablehnen. Dziękuję bardzo. Następną mówczynią jest pani Koratza. Danke. Der nächste Redner ist Frau Koratza. Danke. Die Mobilität ist ein Eckpfeiler von Europa. Das lohnt sich, diese zu verteidigen. Wir haben uns heute geeinigt über das Schengen-Abkommen. Das bedeutet transparentere, effizientere Schengen-Zusammenarbeit. 420.000 Bürger genießen weiterhin Mobilität ohne Passkontrolle.